Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Forgets 42 sogar schon. Wir werden jetzt das Biotica-Lager hier zerschlagen. In der letzten Folge haben wir Cerberus oder wie die Gruppe hieß zerschlagen und jetzt geht's den Biotikern an den Kragen. Ihr wisst ja, wie gerne ich die hab. Okay, die haben anscheinend nicht damit gerechnet, dass wir vorbeikommen. Ich werde eben noch zuerst das Mineralvorkommen da untersuchen. Wenn schon. Ist ja das hier, ne? Ein Goldvorkommen. So, na gut. Stufenaufstieg, oh. So, guter Mann. Wir schießen eh nur mit dem Sturmgewehr. Dem müssen wir eindeutig, ich glaube, mehr Tech-Fähigkeiten geben. So, Rex, du Riesending. Fitness. So. Okay, einfach so kommen wir da nicht rein. Erstmal die Waffen rausholen, Leute. Medigel, okay. Schauen wir hier um das Ding rum. Hier rumzustehen bringt gar nichts. Wir bewegen uns doch, du Sack. Gehen Sie vor. Ich gehe ja schon. Ah, hier geht's rein. Dies ist ein privates Asyl. Fremde sind nicht willkommen. Okay. Ich muss mit dem Mann reden, der hier das Sagen hat. Es ist wichtig. Vater Keil will mit der Allianz nichts mehr zu tun haben. Ich bin hier, um zu helfen, oder Allianzoffiziere sind tot? Ich möchte, dass das hier friedlich endet. Wenn ich nicht mit ihm reden kann, könnten Leute verletzt werden. Wir lassen nicht zu, dass Sie Vater Keil mitnehmen. Er beschützt uns. Wir brauchen ihn. Die Allianz will, dass jemand für diese Morde bezahlt. Lassen Sie mich mit Major Keil reden. Vielleicht finden wir einen Weg, bei dem hier alle überleben. Warten Sie. Okay. Vater Keil will mit Ihnen reden. Gehen Sie zu dem Gebäude am anderen Ende des Komplexes. Er erwartet Sie dort. Da drüben oder da? Schauen wir uns erstmal hier um. Was, der Stargate oder was? Die anderen Männer von der Allianz haben versucht, Vater Keil zu töten. Ach, wer macht denn sowas, Leute? Biotika können sich hier sicher fühlen. Ich hasse Biotika, Entschuldigung. Rex, dich hasse ich nicht. Aber alle anderen. Universalgeld. Okay, okay. Doch, das andere Gebäude. Entschuldigung, ich habe mich hier verirrt. Hilfe. Die anderen Männer von der Allianz haben versucht. Ach, hier kann man, glaube ich, rüber. Na. Versucht, Vater Keil zu töten.
Also wirklich, wer macht denn sowas? Die Allianz will uns vernichten. Das hat uns Vater Keil gesagt. Also wirklich, niemand will euch vernichten? Wir können der Allianz nicht trauen. Ja, das verstehe ich. Okay, wir müssen doch ins andere Gebäude rüber. Die Allianz hat Männer geschickt, um Vater Keil zu töten. Aber wir haben sie aufgehalten. Okay. Also wir haben hier eine typische Sekte, würde ich mal behaupten. So, wo ist das andere Gebäude? Da. Da, wo der Marco packt. So, rein geht's. Typisches Layout, ja. Vater Keil, hallo. Wir können der Allianz nicht trauen. Nur weil wir Biotiker sind, heißt das noch lange nicht, dass man uns nicht fair behandeln muss. Genau. Hat ja auch keiner gesagt. Biotiker können sich hier sicher fühlen. Ja, okay. Ah, Energieanschluss, okay. 100.000 Biotika. Okay, da ist der Vater Keil, das heißt, wir gehen zuerst nach links. Weg vom Vater Keil. Guten Tag. Was ist, ich glaube. Wenn Sie versuchen, uns Vater Keil wegzunehmen, dann werden Sie genauso enden wie die anderen Allianz-Soldaten. Ah, ich bin Spectre. Und Allianz-Soldat, ich bin viel cooler als ihr. Speichern und dann gehen wir da rein. Ich bin Major Keil. Ich weiß, warum Sie hergekommen sind. Wir haben keinen Streit mit Ihnen. Warum können Sie uns nicht in Ruhe lassen? Ja. Was ist aus den anderen Allianz-Offizieren geworden? Denen, die vor uns hergekommen sind? Sie wollten mich von hier wegbringen. Sie wollten, dass ich diesen Ort hier verlasse. Meiner Familie den Rücken zuwende. Sie haben blasphemische Worte von sich gegeben. Ich tat, was ich konnte, um ihnen einen schnellen und schmerzlosen Tod zu ermöglichen. Ich hatte keine andere Wahl. Meine Kinder müssen sicher sein. Die Allianz schickt mich, um Sie festzunehmen, Major. Erkennen Sie nicht, dass die Sache aus dem Ruder läuft? Sehen Sie nicht, dass Sie Ihre Anhänger in Gefahr bringen? Ich weiß es zu schätzen, dass Sie in friedlicher Absicht kommen, aber ich kann Ihrer Bitte nicht nachkommen. Wenn Sie meinen Kindern den Vater nehmen, sind Sie hilflos. Okay. Sie haben Ihren Anhängern befohlen, diese Allianz-Ermittler zu töten und müssen sich den Konsequenzen Ihrer Tat stellen. Wollen Sie wirklich, dass Ihre Kinder auch für Ihre Sünden büßen müssen? Nein. Das war meine Schuld. Meine Kinder sind unschuldig. Rein. Bitte. Ich wollte nicht, dass das passiert. Es tut mir leid. Okay. Sie tun das Richtige, Major. Ihre Kinder werden davon profitieren. Kommen Sie. Warten Sie. Wenn meine Kinder sehen, dass Sie mich wegbringen, werden Sie es nicht verstehen. Sie werden Sie angreifen und dabei alle umkommen. Sie haben mir gezeigt, wie fehlgeleitet ich war, Commander. Jetzt müssen Sie mir die Zeit geben, es Ihnen zu erklären. Nur so werden Sie es verstehen. Okay. Bitte geben Sie mir eine Stunde. Danach werde ich mich vor den Toren des Komplexes der Allianz ergeben. Ich gebe Ihnen mein Wort. Okay. Ich werde Ihnen vertrauen. Wenn Sie das Vertrauen missbrauchen, müssen Sie und all Ihre Kinder darunter leiden. Genau. Ich werde Sie nicht verraten, Commander. Danke. Wir sind sehr ein freundlicher Commander. Ihr Pilot kann Major Keil von einer Allianz-Kommandopatrouille abholen lassen. Ich hoffe nur, Sie wissen, was Sie tun, Shepard. Sie sollten jetzt zu neuer und der Allianz... Gut,
Das freut mich. Gehen wir. Ja. Wir gehen. Zurück zu Normandy. Ich hoffe ja doch, dass sich der gute Keil zum Besseren wendet. Deswegen sind wir ja den Leuten immer freundlich gegenüber und vertrauen denen. Anstatt hier wie wild rumzuballern. Denn das bringt erst recht nichts. So. Beam uns hoch. Scotty, Joker. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Wusste ich's doch. Hier spricht Admiral Hackett, Commander. Ihr Pilot hat uns Ihren Bericht über Major Keil übermittelt. Wir haben wie abgemacht ein Team hingeschickt. Keils Anhänger zerstreuten sich und der Major hat sich widerstandslos ergeben. Wir werden dafür sorgen, dass er die benötigte Hilfe erhält. Ich hätte damit gerechnet, dass die Sache in einem Blutbad endet. Ich weiß nicht, wie Ihnen das gelungen ist, Commander. Aber Sie haben viele Leben gerettet. Meinen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Einmal das Tagebuch. So, der einzige, das es jetzt ist, noch ist, sind die Dings, ne? Denn das ist Artemis Tau. Dann versuchen wir das hier nochmal. Wo war das jetzt? Strenosystem, ja, wo war das? Pferdekopfnebel, genau. Das gleiche, ich vergesse immer das gleiche. Versuchen wir es einfach nochmal. Pferdekopfnebel. Strenos, jo. Vielleicht haben wir hier auch einen Planeten übersehen. Gut. Okay, auch nix. Hier vielleicht noch was. Gut. Wir können ja nichts machen eben. Dem Ding. Das heißt also, ich kann das Piratenzeug nicht wirklich machen. Gut, das heißt, wir fahren nach Artemis Tau und zwar ins Macedon-System. Artemis Tau ist ja relativ groß, ne? Yep. Und da müssen wir so oder so hin. Starten wir mal mit dem hier. Er kommt. Gas verkommen, cool. Dann der Planet. Kann man nichts machen, gut. Matriarchenschriften, cool. Die können wahrscheinlich landen. Oder auch nicht. Na doch. Dann schau mal, ob er die gute Diplomatin ist.
So, Gefahrenstufe 1. So, Trümmer, Festung, Anomalie. Wir starten mit den Trümmern. Was auch immer dieses Gefahrenstufe 1 zu bedeuten hat, das habe ich ja das letzte Mal schon nicht verstanden. Also es, wo war das? Auf diesem Eisplanet-Ding, ne? Mal, ja, diese Außenposten-Ding. Wo die gute Benesia war. Oh. So. Da müssen jetzt dann gleich mal die Trümmer sein, da. Okay. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ach, ich verstehe, wir können hier nicht ewig in der Atmosphäre sein, glaube ich, war das, ne? Dann auf zur Anomalie. Und dann schauen wir uns die Festung an. Wir haben ja noch eine gute Viertelstunde. Bevor ich glaube die 42. Episode, habe ich gesagt, ne? Fertig ist. Sieht man da schon irgendwas von der Festung? Nee. Nicht wirklich. Wieder solche komischen Schriften. Rein ins Makro, bevor wir hier Gefahrenstufe hochklettern. Dann haben wir da oben noch den Mineralding. Natürlich am höchsten Berg, aber wie? Da. Hoppla. Sehr schön. Dann da am Map. Und auf geht's zur Festung. Ups, und da hinten sehe ich sie gleich schon. Da. Vermutlich zumindest dürfte das sein. Oha. Da ist einiges los, wenn ich mir das so ansehe. Ich suche mir, ouch, gerade noch einen Sniperpunkt.
Ich liebe den Raketenwerfer. Oh, das waren gleich zwei. So. Ich denke, wir können langsam vorrücken. Scheiß Piraten. Schießen hier auf den Marco. Ich liebe den Raketenwerfer. So. Schön hier unter Dach packen und speichern. Und dann schauen wir da rein ins Gebäude. Dachte ich doch, dass hier rund gehen wird. Da hinten dürfte Mission sein. Gut. Los, los, los! Ich glaube, wir haben da giftmäßig was eingerichtet, ne? Das letzte Mal. Oha. Ein bisschen zurück, Leute. Ich sehe teilweise überhaupt nichts mehr. Haltet auf den Kroganer rauf, ne? Bist du ein Biotiker? Das sehe ich doch. Wir müssen die Granaten umstellen, also... Ein Biotika! Ach, verdammt. Okay, also, nee. Los, los, los! So. Ausnahmsweise mal ein Gefecht, wo wir gar nicht so oft drauf gehen. Wie wir es sonst immer eigentlich tun. So, lass mich mal eben... Ach komm. Granatwerfer. Giftschaden, ihr könnt mich mal...
Wir können jetzt nicht stehen. Na ja, gut, dann bleiben wir mal hierbei. Ach, Schrotflinte, die kann mal nix. Genauso viel wie die Pistole. Und das Präzisionsgewehr. Haben wir nicht gerade ewig viel aufgehoben? So, Tagebuch. Ah, wir haben alle Gas entdeckt. Cool. So. Kraftstofftank, den haben wir auch sprengen können. Uiuiuiui. Bioverstärker, also für Rex. Uiuiuiui. Nein, da hinten war was. Könnte aber auch im oberen Stockwerk sein. Der, ja, genau. Weg ist da hinten hoch. Das geht sich noch aus, bevor die Folge vorbei ist. Da gehen wir gleich durch. Zuerst schauen wir, was es hier so gibt. Fusionszelle, okay. Gut, nichts Besonderes. Gut, liebe Leute. Dann gehen wir da hinten rein. Gehärteter Wandsafe. Also wirklich. Ah, hier. Sie haben jetzt Beweis dafür, dass die asarische Das passt sehr gut zum Episodenende. Sehr gut. Gut.
wir verlassen die Normandie erst in der nächsten Episode. Wie schnell das hier vorangeht eigentlich. Wenn man mal nicht nur eine Folge aufnimmt, sondern gleich drei, vier hintereinander. Bis dann!